Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft, ups, Sky Factory 4. Natürlich mit mir, eurem Sunny. So, ich habe mal uns den ME-Kern, also ist ja eigentlich kein Kern, ist ja nur der Energy Acceptor hierher geholt. Ich würde nämlich dann anfangen, hier auch mal unseren Bereich für Autocrafting herzustellen. Leider geht mir wieder völlig ab, wie viel Platz ich eigentlich für was brauche. Und dementsprechend dachte ich mir, wir gehen mal lieber etwas größer ran als etwas zu klein. Und dementsprechend nehme ich mir hier den Platz einfach mal und guck mal, wie viel ich draus machen muss. Und wir werden mal gucken, ob wir das nachher dann hübsch einbauen können oder nochmal ändern oder wie auch immer. Und na jedenfalls, ich fange mal hier an. Ich habe mal ein paar Kabel vorbereitet, weil wir werden ein paar Kabel brauchen. Eigentlich wäre es halt schön, wenn wir dann auch gleich im ME-Terminal ja natürlich arbeiten könnten. Fällt mir jetzt auch so auf. Dementsprechend wäre es vielleicht das Sinnvollste. Ich ziehe schon mal ein Kabel rüber. Ziehe ich das einfach hier an der Decke lang? Ich meine, ich kann es ja eh nicht da durchziehen vernünftig. Geh du mal da kurz nochmal weg. Obwohl, egal, wir machen das einfach daran. Ach, was? Ach so, das ist von dem anderen Ding, deswegen haben wir zwei jetzt dran. Naja, gut. So. Okay, gucken wir mal. Ja, das funktioniert ja toll. Gut, machen wir mal eine andere Frage. Geht das auch mit dem Building Gadget? Gadget. Nee, nicht Copy and Paste. Ah, mit dem da. Shift. Hat er das jetzt gemacht? Ja, nein, eventuell. Baue Build to Me. Nee, das sind immer noch die anderen Blöcke. Warte mal, ich guck mal ganz kurz, ob ich das. Ob es vielleicht einfach nur daran liegt, so Shift und Rechtsklick. Da. Bound to Gadget. Okay, das sieht schon besser aus. Mach ich was falsch? Nein, ich will nicht einen Slab haben. Ging das nicht so? Unbound Gadget. Ich will diesen Block hier. What the? Ach so. Hä, war das nicht so, dass ich den Block darüber eingespeichert habe, welchen ich benutzen will? Moment. Ich nehme mal kurz einen Block raus. Ja, nehmen wir halt den. So, und wenn ich jetzt hier. Jetzt nehme ich diese Blöcke, ne? Ja. Und jetzt sagt er mir aber, den speichert er ein, aus irgendeinem Grund, was auch immer. Aber ja, er macht das nicht. Schade. Okay, müssen wir von Hand setzen. Oh. Nein. So, okay. Wieder mal ein Block gelernt, leider, mit dem es nicht geht. So, ist aber nicht so schlimm. Ich meine, es geht halt mit bestimmten Blöcken nicht. Wird es bestimmt seine Gründe für geben. Hack. Mano, diese Blöcke. Jetzt hätte ich gerne diese Mod wieder drauf, die beim Setzen hilft. So dass man immer, wenn man in einen neuen Block geht, automatisch dann das setzt, solange man auf dem gleichen Block steht, nichts setzt. Das wäre jetzt gerade sehr angenehm, muss ich sagen. So, ich denke mal, hier werde ich eh nicht durchgehen. Das heißt, ich baue mal hier drum herum. Gut, dass ich paar Kabel mehr gemacht habe. So. 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 Ich hoffe, ich habe dann auch genug Kabel dabei, um genug Materialien noch im Netzwerk, ehrlich gesagt, um dann auch die Terminals und alles zu bauen, weil ich möchte dann
zumindest, dass wir so Pattern und sowas halt alles, also alles, was wir dann brauchen, um die Automatisierung zu beschleunigen, halt auch versuchen gleich zu beschleunigen. Und dazu brauchen wir natürlich ein paar Sachen. So. Zack. So. So. Oh, und übrigens, das Eisen hat unser System mit der Vervielfachung schon ziemlich überansprucht. Stimmt, das hier war alles niedriger. Okay, wir müssen vor allem an die Dinger hier ran. Das war sowieso so geplant, dass ich das so mache, dass hier dann die. Huch, ich will da nicht reingucken. So, dass hier dann sozusagen die ME-Terminals hochgehen und dann können die darüber zugreifen. Das heißt, das Einzige, worauf die im Moment noch nicht zugreifen können, sind dann die Boxen hier hinten. Da muss ich mir was einfallen lassen, ob ich die umsetze oder das auch hier rüberführe oder ja, mal gucken. Also Ziel wird wahrscheinlich sein, dass ich die Boxen hier hinten ersetze, dann durch Festplatten, dass das dann alles nicht mehr in diesen Dingern ist. Aber dann muss ich mir vorher halt genau überlesen, was soll hier drinnen landen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel die Blöcke von den Metallen drinnen. Ich werde auch die Metalle hier auf jeden Fall in solche Kisten packen. Und vorher muss ich dann allerdings mehr von diesen Metallkisten machen, weil ich da kann da halt viel mehr Upgrades reinpacken. Kann ich eigentlich noch mehr Upgrades als das da reinpacken? Wie waren das? Moment. Add Barrel. Haben wir noch ein 64, 4K-Upgrade da? Ja, wir haben noch 4K-Upgrades da. Gehen davon noch mehr rein? Ja, wow. Okay, ja, also davon gehen ein paar rein. Und damit sind wir dann bei einer Million, ne? Also, das können wir dann einfach machen, dass wir die Dinger bauen, da 4K-Upgrades reinmachen, dass wir wenigstens eine Million oder sowas lagern können. Von allem. Das bedeutet allerdings eine Menge Arbeit, weil leider lassen die sich ja nicht direkt upgraden. Das heißt, ich muss dann mir tatsächlich die unangenehme Mühe machen, die ganzen Crates rauszunehmen, die Crates leer zu pumpen, damit ich sie dann upgraden kann. Und ja, nicht so cool. Nicht so cool. Vorher muss ich dann irgendwie zusehen, dass ich mir halt die Dinger vielleicht auch automatisiert herstellen lassen kann, dann die höheren Crates oder so. Ah, nicht abstürzen. Okay. Ach Quatsch. Ich bin doof schon wieder. Was wir jetzt bräuchten, sind Storage Buses. Storage Bus. Normaler ME Storage Bus. Okay, dafür brauche ich ME Interfaces. Oh, ich habe doch einen Storage Bus. Das ist ja großartig. Einer hilft mir unglaublich weiter. ME Interface. Das hier. Oh, ja, toll. Ist wirklich nicht so. Toll. Großartig. Ja, was brauche ich denn alles dafür? Ich brauche den Formation Core, ich brauche Glas, ich brauche Eisen. Ja, jetzt beweist es sich, dass es vielleicht nicht so gut war, wie ich die Sachen aufgeteilt habe. Weil es jetzt ein bisschen anstrengend ist, die nötigen Sachen alle dabei zu haben. Mal gucken, was brauchen wir denn? Wir bräuchten alles, was mit ME zu tun hat, erstmal. Add ME. Ach nee, Applied. Applied. Und zwar hier drinnen. Add Applied. Dann nehme ich mir da einfach erstmal alles raus. Vor allem euch. Das auch. Das kann auch nicht schaden. Und einen Storage Bus habe ich mir schon rausgenommen. Ja. Die Kiste hier unten ist doch sowieso bei weitem leer, oder? Ja, perfekt. Dann nehme ich mir die mal kurz. So. Dann nehme ich die nämlich erstmal als Lagereinheit für unser ME-System vorerst. So. Und da packe ich nämlich alles rein, mit dem wir jetzt craften wollen. So und so. Und dann kommt das da rein. Das kann nicht schaden. Das kann auch nicht schaden. So. Wieso sortiert ihr das jetzt nach links eigentlich alles? Ich weiß es nicht. Okay.
Ich weiß es nicht. So, damit sehen wir das hier. So, was wir jetzt haben wollten, war ein Pattern-Terminal wäre gut. Dafür brauchen wir ein ME-Crafting-Terminal. Dafür brauchen wir. Okay, Sekunde, da könnten hier noch Sachen drin liegen. Illuminated Tablet, jawohl. Dann nehme ich mir hier den Rest auch noch raus. So, Flügstast kann man vielleicht auch noch gebrauchen. Schmeißen wir hier auch mal mit rein. So, so und so. Fangen wir mit dem an, mit dem Terminal. Zack. Nein, das geht nicht. Mann, ist das nervig, dass wir jetzt zwei getrennte Systeme haben. Ich muss das unbedingt querschalten. Wood. Wir nehmen uns einfach mal hier kurz etwas Oakwood raus. Das kann ich zum Glück ja alles wieder gut hier leer pumpen und dann wird dieses Ding hier einfach entfernt. So. Zack. Und dann das hier. So, weil fürs Crafting Terminal weiß ich, brauche ich das gleich. So, ME Crafting Terminal. Was fehlt mir? Ah, das ME Terminal. Okay. Was war das jetzt, was mir fürs ME? Okay, die hier. Mineral. Okay. Hätte ich vielleicht erstmal in dem System hier craften sollen, die Sachen? Wäre vielleicht schlauer gewesen. Eventuell. Möglicherweise. Aber. Moment. Davon habe ich sogar noch welche, oder? Add applied. Add applied. Nee, habe ich nicht mehr. Okay. 1, 2, 3, 4. So, davon habe ich davon ein paar. Statt dem Formation Core gibt es noch einen anderen. Der heißt wie? Annihilation. Dafür müsste ich alles da haben. 1, 2, 3, 4, 8. So, perfekt. Das, das, dann. Zack. Machen wir ruhig mal gleich zwei Stück. Ich glaube, davon brauchen wir sowieso gleich noch ein weiteres. Ah, das haben wir hier gerade gemacht. So, dann ein Crafting Terminal und daraus machen wir uns das Ding hier. Perfekt. Und das kommt jetzt einfach hier erstmal daneben. So, dann brauchen wir mal ein Blank Pattern. Dafür brauchen wir Quarzglas, Glowstone Dust und Iron Ingots. Wir müssen uns das jetzt halt alles leider aus dem anderen System erstmal holen. Glowstone. Glow. Stone. Haben wir ein bisschen was? Ich meine, ich könnte auch Glowstone zerkloppen, aber erstmal reicht uns das so. Dann, was brauchten wir noch? Fluix Crystals. Davon haben wir auch ein paar da und Iron. Fluix. Ist jetzt halt, habe ich ehrlich gesagt jetzt schlecht vorbereitet, muss ich zugeben. Ich dachte, ich kann das einfach hinten anschließen. Hey, bau mal rasch ein paar Storage Ports. Aber die sind halt doch gerade ein bisschen anstrengender zu bauen, als ich dachte. Damit fehlt uns halt eine ganze Menge. Obwohl, die Storage-Basse, habe ich dafür vielleicht jetzt hier genug drin? Storage. Was fehlt mir denn jetzt eigentlich beim Storage-Bass? Ne, nicht gar Storage-Bass. Achso, das waren die ME-Interfaces. Und für die? Fehlt mir jetzt Glas, aber Glas habe ich doch da, oder? Ich habe doch gerade Glas hergestellt. Ich glaube, ich habe gerade Glas hergestellt, aber hier drinnen, ne? Ja, ist aber auch nicht so viel. Sand. So. Voilà. Wieso stirbt da gerade etwas? Weil ihr hier nicht beleuchtet seid. Na, ja. So. Oh, hier könnte auch eventuell was sein. Ah. Der hier zumindest. Okay. Ich muss sowieso mir was mit dem Ausleuchten überlegen. Also, gucken wir mal. Können wir jetzt die Storage Bus machen? Im Interface. Ich guck mal, wie viele wir kriegen. Sechs. Wir brauchen noch ein paar mehr. Aber wir kriegen auch noch ein paar mehr her. 10. Zehn. So, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Jetzt den Storage Bus. Ist der hier? Nein, nein, nein.
Warte mal, den stelle ich am besten hier drinne her, weil hier habe ich den Rest davon. Das macht überhaupt keinen Sinn, die ganze Zeit auf Teufel komm raus, die Sachen hier in dem ME-System herzustellen. Ich weiß nicht, was ich da tue. Storage Bus. Ja, den hier. So, wie viel kann ich davon herstellen? 5 Stück immerhin schon mal. Und dann sind mir die Slime Pistons ausgegangen. 1, 2, 3. So, das reicht mir erstmal. Und dann nochmal den hier. Und wir sind bei 12. Na, also, das ist doch mal ein Anfang. Das ist doch mal ein Anfang. Ehrlich gesagt, das ist sogar ein sehr, sehr guter Anfang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du kommst nochmal zu mir. Und dann machen wir das uns einfach. Gehen hier und hier ran. So. Und irgendwo habe ich jetzt meine ganzen Kabel hingesetzt. Die Glascable. Cable. So. Ich glaube, da habe ich doch noch mehr von, oder? Ah, die sind alle in dem anderen System jetzt gerade. Arg. Jetzt macht das auch gar keinen Sinn, dass ich den hier stehen habe, ehrlich gesagt. Gib mal her. Ja, natürlich, jetzt passt nicht alles in mein System rein. Arr! So, 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 so. Komm, weg damit. Ihr geht alle gleich sowieso woanders hin. Nein, der sollte bleiben. Tja, hätte ich mal mich gleich darauf konzentriert, einfach meine die Dinger herzustellen, dann wäre das gleich gegangen. Ja, naja. Wieder mal eine Fehleinschätzung von mir. Es tut mir leid. So, zack. Auch der bekommt noch einen Storage Bus. Zack. Und dann. So. Gute Frage. Wie verkabeln wir das jetzt am günstigsten? Ich denke mal irgendwie hier rüber. Wir gehen hier unten lang. Achso, eine Sache fehlt mir noch. Sekunde. Die Priorität kann ich doch hier irgendwie verändern, oder? Priority. Das kennt man vielleicht von irgendjemandem, den ich auch mal geguckt habe. Zwar nicht mehr in letzter Zeit, aber hey. Ich mag das Over 9000. Ich gebe es zu. Ich mag das. Ich mag das. Vor allem, wenn ich mich nicht irre, das ist ja dieser Ausspruch von Vegeta im amerikanischen Dragon Ball. Und es ist sogar ein Übersetzungsfehler. Sie haben, glaube ich, Vegeta nur It's over 9000 sagen lassen, weil die Zahl, die er eigentlich sagt, nicht gut zu seinen Mundbewegungen passt, wenn ich mich nicht irre. Was das Ganze irgendwie ein Zacken epischer und episch und unepischer gleichzeitig macht, was irgendwie beeindruckend ist. Das ist schon cool. Aber es ist wirklich tief verankert. Wo ich echt, was ich echt lustig fand bei, was war das, WrestleMania 31 oder so, wo Ronda Rousey ja von The Rock in den Ring geholt wurde, um Stephanie McMahon irgendwie durch die Gegend zu werfen. Weil ja die männlichen Superstars ja keine Frauen anfassen dürfen. Was ich durchaus eine gute Aussage finde. Wobei sie vor kurzem fast dagegen verstoßen hätten. Fand ich auch wiederum sehr interessant. Na, jedenfalls. So. Der braucht da manchmal ein bisschen anscheinend. Da berechnet er irgendwie ein bisschen länger. Die hat dann auch ein T-Shirt an, halt. It's over 9000. Fand ich lustig. Fand ich sehr unterhaltsam. Ah, ja, super. Ich hab, ne, ich denk, dachte jetzt eben gerade echt, ich bin fertig, ne? Vielleicht sollte ich das Ganze auch noch mit meinem Hauptsystem verbinden. Das wäre vielleicht auch noch gut. Ja. So. Gut, jetzt geht hier halt ne Kabel halt einfach quer durch die Gegend, aber.
weiß jetzt nicht, wie ich das besser hinkriegen sollte. Kann ich hier. Nein! Kann ich hier drauf landen? Bestimmt, ne? Kann ich das hier. So. Zack. 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 Perfekt. Oder so ähnlich zumindest. So, ein Problem ist noch, ich muss wahrscheinlich aufpassen, dass jetzt der ganze Bereich, in dem halt auch das Kabel liegt, natürlich im Chunk-Loading drin ist, aber sieht erstmal gut aus. Wir können anscheinend auf alles zugreifen. Das freut mich sehr. Achso, eine Sache müsste ich noch ändern. Ganz kurz. So. Warte, 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 warte. Und zwar hier haben wir 9001, 9002 und 9003. Ja, der ist nämlich hier schon was drin gelandet, was da eigentlich hätte gar nicht drin landen sollen unbedingt. So, ich schmeiß mal alles weg, was ich jetzt nicht offensichtlich brauche. Auch wenn ich einiges davon mir wahrscheinlich gleich wiederholen muss, aber jetzt kommen wir ja vernünftig ran. Auf mehreren Ebenen, was ganz angenehm ist. So. Ja, wow. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, als beabsichtigt war. Und wir haben noch nicht mal einen Pattern hergestellt. Pattern. So. Quarzglas. Okay, das müssten wir doch. Ernsthaft? Ich habe jetzt kein. Quarz. Da haben wir nichts da. Ich meine, wir haben Quarzblöcke, aber wir haben keinen normalen Quarz da. Das überrascht mich jetzt doch durchaus. Okay. Gut. Machen wir ein bisschen was. Und schmeißen das gleich mal hier in den Crusher. Der Crusher war der hier. Jo. Ich wollte mal ein bisschen Wolle haben. Ich war nämlich am Überlegen, ob ich ehrlich gesagt die Kabel dann in Wolle einpacke. Weil ich finde zwar die Glaskabel durchaus nicht uncool und man kann auch die einfärben. Das ist, auch das sieht cool aus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass vor allem an den Stellen, wo man sie halt sieht, dann doch Wollkabel halt cooler aussehen. Und wir können die ja dann auch nochmal einfärben. Na, so ist ja nicht. So ist ja nicht. Hä? Warum war kurz alles weg? Haben wir Stromprobleme? Warte mal, du bist. Oh, er hat eine hohe Priorität, das ist schon mal gut. Ich würde die gerne sogar noch höher haben, auf 90. Er ist der zweitwichtigste im Netz, muss man ganz klar sagen. Allerdings war er kurz nicht geschunkloadet, das kann sein, weil bin ja rausgeflogen. Und also aus diesem Gebiet hier. Und hier der Bereich ist ja nicht gechunkloadet. Die anderen Bereiche sollten gechunkloadet sein, aber der hier halt nicht. So, dann machen wir es uns einfach und voilà, der Bereich ist. Oh Gott, das Ding ist. Ich stelle das in einem Bereich, wo ich es nicht die ganze Zeit angucken muss. Weil ich finde es dezent nervig. So. Komm, lass mich hier hoch. Arg! Sehr schön, danke. Sehr, sehr liebreizend von dir, dass du mich wieder hochgelassen hast. Bin ich sehr, sehr dankbar für. Danke. Backup, ja, das ist auch schön. Prima. So, Blank Pattern. Jetzt aber. Nein, natürlich nicht, weil ich habe ja immer noch. Alles gut, alles gut. So, hier den Crush Quartz. Ah, und ans Eisen komme ich noch nicht ran. Okay, es gibt noch ein paar Sachen in diesem System, an die ich noch nicht perfekt rankomme, aber das wird alles demnächst besser. Okay, so. Quarzglas. Ach so, nee, so rum. Dann brauche ich jetzt tatsächlich Pattern. Eins, zwei,
3, 4, 5, 6. Reicht uns erstmal. So, und jetzt ist im Endeffekt einfach, dass ich die hier reinpacke. Und jetzt sage ich ihm zum Beispiel, was brauche ich denn jetzt zum Beispiel? Ja, im Endeffekt die Kerne wären das Wichtigste, ne? Applied. Also, dass ich die Dinger, die ich hier hinten stehen habe, mache. Das heißt, das wären Engineering. Brauche ich. Dann brauche ich den Logic-Prozessor und den Calculation-Prozessor. So. Und kann ich das jetzt hier irgendwie reinkriegen? Oh, nicht? Muss ich von Hand machen? Oh, okay. Okay. Gott, wie nervig. Okay, was brauche ich hierfür? Ich brauche als erstes den hier. Dafür brauche ich Pure Nether Quartz. Pure Nether. So. Und der liefert mir dann. Wie heißt das Ding? Ah, Printed Calculation. Okay. Ich glaube, davon habe ich jetzt aber leider tatsächlich nichts da, ne? Calcu. Nee. Sind die Pressen da hinten überall noch drin, ne? Das ist eine interessante Frage. Sind die nicht rausgenommen worden? Oh nee, cool, der hat die behalten. Oder halt nicht so cool, weil jetzt muss ich mir genau angucken, was hier wo drin ist. Das war auch okay. Nicht cool, aber okay. Und die brauchen jetzt alle Strom. Nö. Dann brauche ich ganz kurz Kabel. Cable. So. Habe ich noch Terminals da? Nee, die heißt nicht Terminals. Was ich jetzt suche, heißt anders. Sekunde, Sekunde. Das ist alles nicht das, was ich suche. Was suche ich jetzt gerade? Bus. Storage. Bus. Wo ist der Storage Bus? Da. Interface. Das brauche ich. Davon hätte ich gerne ein paar. Wieso kann ich mir keine Storage Bus jetzt herstellen? Weil mir stinknormales Glas fehlt? Wieso fehlt mir jetzt normales Glas? Ich habe gerade. Okay, das geht zwar, nimmt er aber nicht freiwillig und das Quarzglas nimmt er auch nicht freiwillig. Arg, ich hasse es. So, da haben wir Glas. Und hier haben wir nochmal Crushed Quartz, falls wir den auch nochmal brauchen. So, 2, 3, 4. Was fehlt mir denn jetzt? Formation Core. Zack. Und Annihilation Core. Ich will die unbedingt automatisiert haben. Das geht mir ja jetzt schon so auf den Keks, ne? So, voilà, okay. So. Also ein paar der Sachen werde ich dann jetzt gleich außerhalb der Folge vorbereiten, damit wir dann ein bisschen mehr bauen können. Aber wir können schon mal die hier nehmen. Die müssten auch gleichzeitig als Stromversorgung funktionieren, meine ich. So, das heißt, der kommt jetzt dahin. Das war das einzige Kabel, was ich hatte. Ernsthaft? Okay. So. Dann gehen wir jetzt mal ganz entspannt darüber. So. Ich hab auch meine Wrench weggeschmissen. Sekunde. Wrench. Dann nehmen wir die hier. So. Arg. Komm schon. Lass mich das mitnehmen. Arg. So. Zack. Okay. Da war ich etwas zu schnell im Bau. Und hier rüber.
Können wir uns hier holen. Wird alles entspannter, sobald man ein paar Kabel verlegt hat. Und dann halt immer direkt dran greifen kann, weil irgendwie schon ein Kabel halbwegs in der Nähe ist. So, ich glaube, wir sind jetzt schon dran vorbei. Jo, okay. Na komm. Na komm, lass dich mitnehmen. Was ist denn jetzt dein Problem? Mark! Machen wir halt den hier. So. Okay. So, also wenn alles richtig funktioniert hat, es müsste hier eigentlich Strom drauf sein. Mal gucken, ob das stimmt. Das heißt, ich brauche jetzt mal ganz kurz Pure. Das Ding. Dann brauche ich Kalk. Diamond. Diamond. Zwei Stück. Und Gold. 1, 2. Und dann brauche ich Silicon. Ah, für Silicon wollte ich was anderes mal machen. Da habe ich was Cooles mitbekommen. Material Stoneworking Factory. Die hätte ich gerne. Toll, was fehlt mir denn da alles für? Also die würde ich wirklich ganz gerne rasch machen. Dann können wir vielleicht... weil die macht einige Sachen viel einfacher. Also wir brauchen Furnace. Okay, kann wieder rein. So. Dann brauchen wir eine Iron Pickaxe. Das ist auch easy. Dann brauchen wir eine Crafting Bench. Ist auch entspannt. Dann brauchen wir ein Machine Casing. Das sollte auch gehen. Gut, das Schwierigste sind jetzt gerade zwei Eimer. Lustigerweise. Bucket. Hätten wir sogar was da. Ich guck mal, ob mir das sogar reicht, wenn ich einfach nur den fülle. Mal gucken. Weil damit können wir viel entspannter einfach sagen, stell mir mal Silikon her. Und zwar en masse. Und dann können wir das einfach wieder in irgendein... Ach, was soll's. Ich hole mir hier einen Eimer. Und dann noch ein Bucket, komm. Mit Wasser, den fülle ich mir hier oben. So, zack. Jetzt die Stoneworking Factory. Was fehlt mir in der Mitte? Ein Pink Slime. Von Industrial Foregoing. Okay, kriegen wir auch hin. Nein! Nein. So. Kann ich hier eigentlich mit einem anderen Namen drauf zugreifen? Nein, kann ich leider nicht. Dann muss ich hier mal kurz. Slime. Und zwar brauche ich dich hier. So. So, zack. Rasch mal hier rüber. Was ist das? Pristine Skeleton Matter. Whatever. Ich hätte jetzt aber gerne Pink Slime. So. Und das. Und das kann raus. Und irgendwo haben wir hier jetzt Pink Slime. Ah, da. Perfekt. So, voilà. Damit haben wir die Material Stoneworking Factory. Und da brauche ich für die jetzt irgendwie Strom. wo kann ich mir mal ganz kurz Strom wegknapsen, ohne dass es jetzt ein katastrophales Problem gibt. Hier drüben sind noch ein paar Kabel. Mache ich das einfach mal rasch hier. Ja, ist eine ziemlich gestückelte Kabellage, die ich hier mache, muss ich zugeben. Ja, also, ich habe hier alle möglichen Kabel ja gemischt. Wie hießen die Kabel eigentlich nochmal? Bundled. Einfach Cable? Heißen die einfach nur Cable? Cable? Tatsächlich. Und ich will ja eigentlich nur Energie haben. Dann kann ich ja auch einfach nur ein Energiekabel nehmen. So. Kurz hier runter. Und das. So, und jetzt kann ich hier drinnen nämlich einstellen. Ich habe mit der Maschine noch nie gearbeitet selber. Hab's zwar schon mal
das eine oder andere Mal gesehen. Ja, das will ich jetzt gerade nicht, aber ich hätte gerne, dass du den zerkloppst. Dann hätte ich gerne, dass du den nochmal zerkloppst. Und dann hätte ich gerne, dass du ihn brennst. Nein, da produzierst du Glas. Wenn du ihn nochmal zerkloppen lässt, dann bekomme ich Silikon. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und da bekomme ich jetzt hier einen guten. Na, und ich muss halt nichts weiter machen. Total entspannt. Ich kann jetzt einfach warten. Hey, und er produziert mir jetzt hier Cobblestone. Dann kloppt er den durch. Es ist super entspannt. Total krass. Und dann werde ich natürlich auch die Rezepte, die jetzt demnächst kommen, natürlich alle mit diesem Zeug hier aufbauen. Und zwar. Jetzt habe ich natürlich hier Slag Stone. Ich brauche nochmal Pure Nether. Pure. Einen weiteren. So, okay. Jetzt müsste ich eigentlich. Einen weiteren wollte ich. Die Quartz Slab kommen erstmal weg. Super, okay. Also, wie sieht das jetzt aus? Wo kommt jetzt hier was rein? Das ist Calculation. Das ist der hier? Nein, Calculation ist der hier? Ja, okay. Also, wir haben Printed Calculation. Kommt in den hier rein. Dann haben wir hier. Was haben wir denn hier? Silicon. Der kommt hier rein. So. Dann kommt in den hier. Logic, das müsste der hier jetzt aber sein. Gut, dann irre ich mich halt jedes Mal. Gut. So viele Stellen zum Irren habe ich jetzt. Noch nicht mehr. Und dann kommt der hier rein. Wäre jetzt echt irritierend gewesen, wenn das nicht funktioniert hätte. So, und dann kommt jetzt. Der produziert das. Der. Ah, so rum. Oh, vielleicht hätte dann das hier auch funktioniert? Nee, okay. Gut. Das produziert das hier. Zack. Das hier. Nee, Sekunde. Das hier. Mache ich einen einzelnen? Muss ich einen einzelnen hier reinpacken, ja. So, das hier produziert das hier. Zack. Dann produziert. Das hier wird produziert von dem hier. So. Und das hier produziert den hier. So. Okay. Fangen wir damit erstmal an. So, also der hier war, wenn ich mich nicht irre, Silikon. Dann kam Inscriber. Wenn ich mich nicht irre, war der hier Silikon. Das hier war Logic. Engineering, Logic. Das hier war dann der hier und das hier war dann der hier. So, wenn alles funktioniert, sollten wir die jetzt anfordern können. Mal gucken. Wenigstens das sollte jetzt hoffentlich funktionieren. So, okay. Nee, nicht an dem hier. Applied. Genau, die sind jetzt alle craftbar. So, 10. Wenn ich einen Crafting-Prozessor hätte. Ich bin ein Held. Ich bin ein unfassbarer Held. Crafting. Komm, komm, das machen wir jetzt noch. Crafting. Crafting CPU oder wie heißen die? Da haben wir sie. 1K Crafting Cell würde uns ja am Anfang reichen. Das Ding. Gut, wir können wahrscheinlich gleich auf die 4K gehen, ne? Kriegen wir das hin? Ja, wir kriegen eine 4K gleich hin. Dann machen wir das gleich mit einer 4K. Warum nicht?
Was fehlt uns da jetzt? Eine Crafting Unit. Die kriegen wir auch hin. Und damit machen wir eine 4K-Crafting-Zelle. Okay. So, und das Ding stelle ich jetzt hier hin. Und jetzt mache ich das Ganze nochmal. 10, Start. Und jetzt sollte dann hier hinten in einem von denen Aktivität sein. Wieso ist keine Aktivität? Pure Nether. Habe ich dir jetzt doch in was Falsches reingeschmissen? Moment. Der müsste eigentlich hier drin sein. Wieso? Was ist jetzt mein Fehler? Also den habe ich hier reingepackt. Das müsste eigentlich jetzt funktionieren. Und der ist auch, sollte ich hier jetzt eigentlich reinpacken. Eigentlich. Wieso funktioniert das jetzt nicht? Aber ich kann auch selber nicht reinpacken. Wieso nicht? Das ist der falsche. Ach! So. Und so. Ja, okay, jetzt funktioniert's. Einziges Problem ist, wir müssten jetzt halt irgendwie wieder die Sachen zurückpacken. Das ist jetzt halt dezent nervig. Was nehmen wir denn da? Es gibt doch Item. Was haben wir denn an Item? Translocator. Wir hatten doch diese Item-Cables jetzt auch. Cable. Item. Da können wir doch die hier vielleicht einfach mal versuchen zu benutzen. Was fehlt uns dafür? Ein Dropper. Okay. Weighted Plates. Kein Problem. Iron Nuggets, auch kein Problem. So, 2, 3, 4. 4 reicht uns erstmal. Was brauchen wir für das Ding? Okay, haben wir. So, das heißt, es kommt hier hin. So, so. Und so. Dann müsste das jetzt rausziehen. Ja, ist rausgezogen worden. Dann müsste der Arbeitsprozess hier auch fertig sein. Ja, sehr schön. Okay, hat gut funktioniert. Ich mache mir jetzt hier keinen Kopf deswegen, dass ich. Also im Endeffekt leite ich die Sachen einfach hier rein, weil man kann Sachen hier einfach reinschmeißen und dann werden die halt sofort ins System übernommen. Vorteil ist, das geht, sofern mit der Geschwindigkeit, mit der es hier reingepackt wird, im Endeffekt, soweit ich weiß. Das heißt. Die Sachen, die hier drinnen liegen, die werden halt sofort durchgerattert, was eigentlich ganz cool ist, weil das ist schneller als ein Importer. Die Importer von ME sind langsamer als das prinzipiell, zumindest solange die Kabel hier natürlich schneller sind als ein Importer. Ja, also ist vor allem halt cool, wenn man natürlich im normalen ME-System arbeitet, was ja. Wo ja dann die Dings aktiviert sind, die Kanäle, dann braucht man keinen Kanal extra für zu verwenden, sondern man kann den Kanal halt, den man hier ja benutzt, doppelt verwenden. Die Dinger geben auch die Kanäle weiter, das heißt, ich kann hier an der nächsten Seite einfach weiterarbeiten, was natürlich normalerweise auch wieder beschränkend ist, weil die maximal ja auch 8 Kanäle nur weitergeben, diese Dinger. Und die geben halt auch gleichzeitig den Strom fürs ME-System weiter. Also wirklich sehr cool, weil man hier, dass man hier keine Kanäle hat, weil dadurch kann man halt eine Menge Sachen ganz anders machen. So, ich habe jetzt gnadenlos überzogen, aber ich hoffe, das ist okay. Wir haben jetzt das grundsätzliche System schon mal aufgebaut. Was war das denn für ein Geräusch? Und das freut mich schon mal durchaus ganz, ganz doll. Und dann gucke ich mal, dass wir ernsthaft, mir fehlen Dropper schon wieder. Hätte gern noch den letzten, ehrlich gesagt, fertig gemacht. So. Dafür brauchen wir dann allerdings deutlich mehr an Sachen, weil wir müssen ja hier den Redstone und den Silicon und sowas dann da definieren. Und das müssen wir allerdings auch mehrmals definieren.
Und zwar bräuchten wir dafür, wie heißt denn das hier? Printed? Nein. Ich hätte gern das, woraus, was aus euch entsteht. Das hier. Muss ich echt von Hand machen? Oh, wie nervig, ne? Wie abgefahren nervig. Also ich nehme den hier. Dann brauche ich Sekunde. Silicon. Silicon. Das da. So. Dann brauche ich Redstone. Da werden wir doch wohl ein bisschen was von da haben, oder? Ernsthaft nicht? Krass. So. Zack, zack, zack. So. So. Und daraus entsteht dann ein, wie heißt das Ding hier? Calculation. Calculation. Das da. So, nein, nicht 64. So, okay. Dann haben wir den. Dann brauchen wir das Ganze. Nicht mit Calculation, sondern mit Logic. Gut, das geht dann jetzt relativ schnell. Ich kann ja. Nicht zwei, ein. Und auch davon nur ein. So. Wenn wir jetzt nicht die Pattern ausgehen würden, ne? Ich hoffe, ich kann jetzt noch Pattern. Gut, das machen wir jetzt noch ganz rasch, ganz rasch, ganz kurz. Blank Pattern. Was fehlt mir denn? Ach so. Pattern. So. Machen wir mal zwei. So. Zack. Und das letzte ist nicht Logic, sondern Calculation, Logic und Engineering. Da haben wir dann den hier. Und das hier. Voilà. Und dann können wir mal noch. Wie schalte ich jetzt wieder um? So. Und das hier. Ernsthaft? Mehr habe ich davon nicht mehr im Netz? Ich habe kein Quarzglas und kein Glowstone im Netz? Glow? Hä? Ach so, weil das hier alles drin liegt. Das ist natürlich logisch. So, jetzt haben wir noch Eisen im Netzwerk, weil es jetzt in der falschen Box drin liegt. Das ist völlig okay jetzt mir gerade. Nur dafür müssen wir sowieso nochmal ein anderes System bauen. Aber was wir jetzt nochmal machen können, ist zack, die da rein. Und jetzt können wir uns die nämlich auch anfordern. Und das ist angenehm. Das heißt, jetzt können wir hier Add applied. Und jetzt können wir halt hier gucken, mal gucken, wie viel habe ich von denen jeweils. Relativ viele, ehrlich gesagt. Auch von den Calculation haben wir echt wenige. Ah ne, haben wir auch einige. Ich mache mal hiervon einfach mal 100 next. Was fehlt mir? Mir fehlt das und das. Okay, lassen wir es jetzt sein. Dahin geht's und ich werde das jetzt außerhalb der Aufnahme noch weiter ausbauen. Dass ich die Pattern da jetzt gerade reingeschmissen habe, war doof. Ich gebe es zu. Pattern. Gib mal wieder her. So. Ich lege die mal erstmal hier rein. So, dann wissen wir, was da drauf ist. Jetzt aber erstmal eine sonnige Verabschiedung. Also, wir sind jetzt auf im Anfang dessen, dass wir das ME-System, das Autocrafting, aufbauen. Und wir haben unsere Sachen da hinten erstmal soweit angeschlossen. Wie gesagt, ich werde jetzt außerhalb der Aufnahme mal die ganzen Metalle umbosseln, sodass die halt nicht mehr da hinten in den kleinen Kisten landen, sondern dass die halt auch in den großen Kisten landen, in den Verarbeitungen, damit wir nämlich auch darauf zugreifen können. Dann können wir endlich auf alles zugreifen. Dann brauche ich hier nicht mehr hin und her zu schieben und zu machen und zu tun und zu gucken. Das wird wesentlich angenehmer. Gut, jetzt heißt es eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Auch wenn jetzt mitten in der Nacht ist und wir eine 50-Minuten-Folge haben oder so. Ich, ja.
Obwohl ich das Autocrafting schon mal gemacht habe, habe ich doch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Aber ja, na gut, war halt so. Und ich hoffe, es war für alle anderen interessant. Ich meine, sind jetzt alle Schritte des Autocraftings nochmal durchgegangen. Also vor allem auch für Leute, die es halt noch nicht selber gemacht haben, war es bestimmt interessant. Für alle anderen, naja, ihr konntet ein bisschen über den Sunny lachen. Ciao, euer Sunny.